Aber ich denke gerade sehr schwer darüber nach, mich mit einem zweiten Projekt zu befassen. Alle waren sie zumindest eine Zeit lang bei Ihnen im Vendôme. Es fällt einfach auf, dass das Vendôme eine Art Kaderschmiede geworden ist für die deutsche Spitzengastronomie. Geht es dann schlussendlich nur noch darum, das Vendôme in seinem CV zu haben, egal ob man 2 Jahre oder 15 Jahre bleibt? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist natürlich Fluch und Segen irgendwo zugleich. Am Anfang ist es als ich das Vendôme aufgebaut habe und der Name und die Aura um das Restaurant erst am Entstehen war, waren das sehr viele junge Leute, die sich interessiert haben, die sich natürlich auch mit der Art Gastronomie, mit dem, was ich gemacht habe, das der erste Schritt war. Im Laufe der Zeit hat sich das so hin verändert, dass es sehr viele junge Köche, die zum einen viel lernen wollten, Neues sehen wollten, aber halt auch in ihrer Vita dieses Zeugnis gerne mit einreihen wollten und auch das gemacht haben. Die Qualität der Leute, die in den ganzen Jahren durch mein Restaurant gegangen ist, hat sich eigentlich zum Besseren verändert, wenn ich mal die Einstellung der jungen Köche, die sie zu ihrem Beruf brauchen, als Hauptmerkmal so fixieren darf. Das Fachwissen, das Können, das Basiswissen, das hat sich auch verändert. Aber das Interesse, nein, leider nicht zum Guten hin, sondern weil diese Basisküche, die gründet ja, oder alles, was man macht, gründet ja auf dem Basiswissen. Und das wird natürlich heute immer weniger so handwerklich im Detail dann vermittelt. Ein guter Fond, ein guter Schü. Ja, genau. Die klassischen Segmente, alles, was man braucht, um in einen Teller Geschmack zu bringen. Aber durch diese Globalität, was heute herrscht, und durch diese Social-Media-Möglichkeiten der jungen Köche, veräußern sich halt auch alles, was auf der Welt passiert, bei den Köchen, die in ihren verschiedenen Ländern als mit einer außergewöhnlichen Position, Stellung gehandelt werden und gesehen werden. Alles das bekommen diese jungen Menschen heute innerhalb von einem Tag mit. Ja? Und das ist natürlich schon etwas, wo man sich Gedanken drüber macht und wo man auch sagt, wie wichtig ist es dir, einen Menschen auszubilden, und das ist eine Art Ausbildung, also in Form von einer Zeit, in der er bei mir arbeitet und ich ihm Wissen vermittle. Das hat was mit Ausbildung zu tun, nicht mit einem klassischen Berufsbild, das er erlernt, sondern mit einem abgeschlossener, ausgebildeter Koch, der dann zu mir kommt und dann halt da meine Art des Kochens, so wie ich sie sehe und so wie ich sie verkörpere, erlernen möchte. Ja? Und wie viel möchtest du dem jungen Mann mitgeben, dass er nachher, wenn er nach seiner Zeit bei dir, und die wird irgendwann kommen, wenn er nach seiner Zeit bei dir selber in die nächste Position geht, in den nächsten Betrieb geht und er halt auch schon eine Vita mit sich bringt, wo der Name unseres Restaurants und mein Name unterm Zeugnis steht, geht automatisch auch die Erwartungshaltung nach oben. Das heißt, man möchte jedem Mitarbeiter, der bei einem ist, so viel Wissen mitgeben, dass er in der nächsten Stelle, in der nächsten Position, in der er sich befindet, dann auch den Erwartungen gerecht wird. Die den Erwartungen gerecht geworden sind, die dann auch entsprechend ihre Karriere gemacht haben, genau, waren die Guten, die sich durchgesetzt haben, bei Ihnen auch gut? Ja. Ja? Ja. Also es wäre vermessen zu sagen, dass jeder Koch,
der in einer Küche arbeitet, die eine Bewertung hat wie unsere, nachher selber ein Chef wird, mit Möglichkeiten, wie ich sie hatte oder wie ich sie mir erarbeitet habe. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, mit vielen verschiedenen Einflüssen, auch mit Charaktere wie Disziplin und wie Beharrlichkeit und so weiter und Fleiß. Und hat natürlich auch was damit zu tun, dass man eine gewisse Begabung dafür braucht, um diesen Beruf auszuüben, auf jeden Fall auf diesem Niveau. Und deshalb ist es ganz normal, dass wenn man 100 Köche ausgebildet hat oder 100 Köche bei einem gearbeitet hat, dass nur ein minimaler Prozentsatz halt diesen Weg ganz nach oben geht. Es würde ja auch gar nie so viele Restaurants geben und Möglichkeiten geben für die jungen Menschen, wären sie denn alle so qualifiziert, dass sie sich selber dann ganz oben als Chef behaupten könnten. Ja, ja. Das ist ein Fakt. Als Chefs behaupten, natürlich auch sich entsprechend, wie es halt die Branche und so das Spiel verlangt, dass man sich ein Stück weit auch selbst inszeniert, sich seine Sichtbarkeit verschafft und so. Vielleicht ist aber eben gerade das Bestechende auch am Vendôme und an Ihnen als Lehrmeister, Sie sind nicht der größte Inszenator, den es gibt. Ist das so ein bisschen das USP, das Merkmal des Vendôme, dass es mit dem auch ein wenig heraussticht aus dieser Social-Media-umwitterten Spitzengastronomie-Szene? Das ist auch unser Credo. Ist es wirklich Absicht? Das ist oder vielleicht nicht Absicht, aber Credo. Ist das genau, wirklich bewusst, das Credo des Vendôme? Ja. Keinen großen PR-Blödsinn jeden Tag. Genau, genau. Ich habe auch eine eigene Vorstellung und auch eine Philosophie, die letztendlich ja genau das widerspiegelt, was wir jetzt gerade sprechen. Ich sage immer, geh nur auf die Bühne, wenn du den Menschen auch was zu sagen hast. Ja, und wir hatten sicherlich auch das ein oder andere Mal, gehen wir über die Social-Media-Schiene, um nach draußen ein Signal zu setzen. Aber wirklich dann auch, wenn es etwas ist, wo ich sage, jawohl, das ist sehr mitteilungsbedürftig. Das müssen wir anderen Menschen erzählen, weil es einfach sehr spannend ist, weil es überwältigend ist, weil es einfach eine Geschichte mit Substanz ist. Und alles andere lasse ich auch aus dieser Social-Media-Schiene raus, weil ich sage, ich denke mal, es wird heute aus allen möglichen Kanälen der Verbreitung so viel erzählt und so viel gepostet und so viele Dinge dargestellt, da verliert man ja auch irgendwo über diesen abgestumpften Sinnesreiz, verliert man natürlich auch den Fokus auf Dinge, die wichtig sind. Und da sage ich einfach, es ist mir letztendlich dann wichtiger, meine Zeit in mein Restaurant zu stecken, mit der Zeit, die ich mir einsparen kann, für ein Video, für einen Beitrag, für was auch immer, und setze es in die Innovation, die uns immer noch ausmacht. Und ich darf nächstes Jahr das 20-jährige Jubiläum im Vendôme ankündigen schon mal. Das macht uns dann aus. Und diese Kraft, diese Zeit, die man da sich einteilt und die dann halt auch in die Kreativität und in die stetige Erneuerung mit einfließt, ja, die gewinnt man, indem man sagt, jawohl, schau, dass das, was du machst und was du nach außen verkündest, auch wichtig ist, aber verirre dich nicht in der Meinung, dass du meinst, du müsst allen Leuten jeden Tag mitteilen, jede Kleinigkeit, die du vielleicht erlebst oder die du zum Besten geben solltest. Sie gelten als unwahrscheinliches Arbeitstier. Mhm. Also Sie sind ja weiterhin täglich in der Küche. Ja. Sie sind da nicht, wie das vielleicht im französischen oder im angelsächsischen Raum oft der Fall ist, dann jetzt nur noch als Unternehmer im Jetset live unterwegs. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber ich habe so ein Bild vor mir, dass Sie sogar noch im Keller eigenhändig die Hummer schälen und aufbrechen. Mhm. Was machen die Praktikanten bei Ihnen, also wenn Sie überall Hand selbst noch anlegen?
Es ist auch sehr einfach ausgedrückt, wenn du heute von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, außergewöhnliche Leistung abverlangst, dann musst du es auch immer noch zum größten Teil vorleben können. Und das beginnt halt auch damit, dass du den Leuten mit in einer Gemeinschaft drin bist. Du bist zwar derjenige, der die Gemeinschaft vom Kopf her lenkt, aber du bist auch derjenige, der das, die Gemeinschaft führt und das natürlich auch vorlebt. Und das macht diesen Spirit aus, wenn sie ein Team haben und das Team kommt rein und jeder weiß ganz genau, der Chef ist sich auch nicht zu schade, um bei einem täglichen Arbeiten mit einzugreifen, mit anzupacken und natürlich dann halt auch fast bis zur letzten Minute mit in der Küche zu stehen. Das macht sehr viel aus. Das gibt eine Philosophie und diese Philosophie, die strömt auch sich, Gott sei Dank, durch die Küche nach außen und verbreitet dann halt auch diesen Ruf, der mir nachgesagt wird, der aber auch völlig hundertprozentig korrekt ist. Völlig zu Recht, oder? Ja, zu Recht. Es hat sich aber doch ein bisschen geändert. Ich meine, die Köche und Küchenchefs werden, also man könnte fast sagen, mit jedem Jahr zu wichtigeren Personen des öffentlichen Lebens immer mehr. Aber inwiefern hat sich für Sie selbst auch die Rolle des Küchenchefs verändert in all den Jahren? Oder sagen wir, vielleicht seit Sie im Vendôme auch sind. Also gibt es ja doch jetzt, wie Sie gesagt haben, 20 Jahre. Also es hat begonnen mit der Erkenntnis, als der Erfolg da war, dass der Erfolg so weit nach außen getragen werden muss. Ich sage jetzt, das ist der Erfolg, den man hat und dass man das über die Landesgrenzen hinaus transportiert. Damit hat es angefangen. Und damit geht es ja auch den ersten Schritt in eine Richtung, in dem Sie als Chef auch eine gewisse Projektionsfläche werden, wenn Sie auf Kongressen in der Welt unterwegs sind, wenn Sie auf Bühnen stehen und der Welt etwas über Ihre Küche, über Ihre Philosophie, über Sie als Menschen mitteilen wollen, dann werden Sie automatisch zu dieser Projektionsfläche und müssen auch damit rechnen, dass Sie halt eigentlich nicht mehr an jedem Tag, an dem Ihr Restaurant geöffnet ist, in der Küche stehen können. Und das wird auch in Zukunft vielleicht noch in einer gewissen Art und Weise eine große Rolle spielen, weil sich sonst die Wirtschaftlichkeit nicht einspielt. Das ist ein Kreislauf. Aber man muss es in einer Balance halten und man lernt im Laufe der Jahre auch zu unterscheiden, was man machen sollte und was man sich schenken kann. Wie würden Sie sagen, auch diese Neuorientierung des Guide Michelin jetzt mit dem neuen Direktor und so weiter, fühlt man sich noch safe mit diesem neuen Michelin, mit dieser neuen Michelin Statuten, ja, wenn man so will? Wie geht's Ihnen da? Also für mich ist eine Bewertung, jetzt greifen Sie gerade den Guide Michelin raus und das können Sie wahrscheinlich auf viele andere übertragen, aber Guide Michelin ist wohl der prägnanteste. Für mich ist meine Bewertung Guide Michelin die Bestätigung der Qualität meiner Arbeit. Seit sagenhaften 13 Jahren, Sterne. 15. Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Das ist die Bestätigung meiner Arbeit und die Qualität meiner Arbeit und die Konstanz auch. Und es ist aber auch so, und das muss man sich einfach auch eingestehen, die Menschen heutzutage entscheiden immer noch, in ein Restaurant zu gehen, im Hinterkopf nach der Bewertung, nach dem Status, das Restaurant hat in seinem Land, in dem es ist. Aber es lässt nach. Und es wird immer mehr für die Menschen wichtiger sein, dass das Restaurant nicht die maximale Punktzahl, Sternezahl, Kochlöffelzahl hat, sondern dass das Gesamterlebnis des Restaurants und dieser Unikatcharakter des Chefs, der dieses Restaurant betreibt, ja, dass der
mehr an Bedeutung gewinnt denn je und dann halt auch dementsprechend diese Wirtschaftlichkeit dadurch zustande kommt. Ja. Und das muss man sich einfach eingestehen. Und wie das jetzt mit Guide Michelin weitergeht, das werden wir sehen. Aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass sie von ihrer sehr seriösen Haltung, die sie über ein Jahrhundert fast aufgebaut haben, ja, dass sie da zu schnell davon ablassen. Sicherlich muss man auch, wenn man ein Unternehmen wie den Guide Michelin führt und leitet und weltumspannend ja dann auch aufbaut oder ausbaut, muss man ja auch sich mit den neuen Möglichkeiten und mit den Gebräuchen der Menschen befassen, wie man sie denn ansprechen kann, um eine Begehrlichkeit auf die Bewertungen, auf dieses rote Buch zu bekommen bei den Menschen. Und das geht natürlich nicht nur darüber, dass das Buch jetzt einfach in der Buchhandlung liegt und die Leute sagen, das kaufe ich mir, sondern die Leute haben die Buchhandlung oder das Buch im Telefon. Und das muss man sich eingestehen. Und wenn ich jetzt in Singapur lebe und sage, ich fliege nach Berlin, dann kann ich mir auf die App gehen und kann ich sagen, was ist in Berlin interessant? Und dann habe ich das innerhalb von 30 Sekunden. Und da brauche ich kein Buch mehr. Aber das muss man wissen. Diese Entwicklung ist da. Und die wird auch nicht vor einem Guide Michelin halt machen. Das ist die Wahrheit. Aber so ein etablierter Dreisterner, wenn man sich jetzt eben die jüngsten Guide Michelins ansieht, gut, Frankreich, Marc Vérard, das ganze Theater, Deutschland immerhin, der Heberlin. Zittert man da als drei Sterne und denkt sich, was ist jetzt da los? Oder hat so jemand wie Sie einfach auch das Selbstvertrauen und sagt, die drei Sterne, die behalte ich mir? Das Zweite. Und zwar ohne große Erklärungen, aber genau so, wie Sie es geschildert haben. So sehe ich das auch, weil ich weiß, die Arbeit, die ich mache und die Präsenz, die ich habe und dass ich keinen Stillstand in meiner Küche habe, sondern dass sie natürlich immer wieder sich neu interpretiert und auch neu mit neuem Gedankengut sich weiterentwickelt. Ja? Die ist auch für mich ein Garant persönlich, dass ich sagen will, also ich muss mir und mache mir keine Gedanken darum, ob ich meine Bewertung im Guide Michelin mit 3 Sternen im nächsten Jahr noch habe oder nicht, weil ich da eine Unsicherheit oder Ängste aufkommen. Das ist das Schöne daran, wenn man diese ständige, ich sage jetzt mal, dieses Umtriebige, diese Neugierde in sich hat und dann auch noch die Präsenz im Restaurant hat, da muss man sich nicht mal Gedanken machen, sagen, könnte das jetzt vielleicht doch sein, dass es mal nicht mehr reicht oder was auch immer? Lässt mich völlig, da bin ich sehr geerdet. Geerdet, ja. Umtriebig, Neugierde. Kevin Fehling hat mal gesagt, für ihn das ganze Ding mit den Sternen, das ist Sport. Entweder man mag das oder man mag das halt nicht. Wenn man es nicht mag, soll man nicht drüber jammern. Für mich ist es so, dass die 3 Sterne über die, ich sage jetzt mal, die Belohnung sind für die Arbeit, die ich mache, aber in erster Linie meine Arbeit sich dadurch wieder ausbezahlt, indem ich Menschen finde, die das, was ich mache, schätze. Das ist genau der Umkehrschluss. Also es ist die Tatsache, dass du etwas machst und das dir keine Freude machst, wenn du keine Menschen damit erreichst. Das heißt, wenn du ein Restaurant hast, das leer ist, aber 3 Sterne hat, befriedigt dich das wahrscheinlich genauso wenig oder noch weniger, wie wenn du ein Restaurant hast, das vielleicht nur 2 Sterne oder 1 Stern hat und voll ist. Also du musst etwas machen, wo du daran glaubst. Ja? Und wenn das natürlich einhergeht mit einer Höchstbewertung wie Guide Michelin mit 3 Sternen, ist das sind schon glückliche Momente und die sind auch nicht selbstverständlich. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich am Jahresende sage, naja gut, das wäre sowieso klar. Sondern es ist natürlich schon immer wieder eine innerliche Freude, ein Stolz, den man dann auch hat. Man sagt, ja, das ist die Bestätigung für dich als Mensch, als Handwerker, als Koch, als Chef, dass du eine Arbeit machst, die so gerne und so gut honoriert wird. Wenn man das jetzt einem Laien beschreiben müsste, wie hat sich das
in all diesen Jahrzehnten entwickelt, die deutsche Spitzengastronomie? Wie könnte man das beschreiben? Also sie hat eine Dynamik gewonnen und eine Qualität bekommen und natürlich auch ein flächendeckendes Angebot für Deutschland, das sucht seinesgleichen in so einem Land, das von der Größe her und von der Einwohnerzahl her schon in einem Verhältnis ist, wo man sagen muss, es gibt kaum ein Land oder wenige, die eine ähnliche Dichte hat an Restaurants, die so gut und so hoch bewertet werden, egal ob das 1, 2, 3 oder was auch immer ist. Ja. Das ist eine Entwicklung, die hat begonnen in den 70er Jahren. Ich habe meine Ausbildung in den 80er Jahren gehabt. Also ich habe noch diesen Spirit, der aufgekommen ist, ja, den habe ich natürlich von der ersten Stunde an mitbekommen, habe noch die ganzen alten Bücher geblättert und die Magazine, wo die ganzen Köche sich immer darauf gezeigt haben und präsentiert haben und kann natürlich nachverfolgen, als auch diese Entwicklung der Anzahl der Restaurants in diesen Jahren sich ja unglaublich vervielfacht hat. Und das hat halt zur Folge, dass die Esskultur zum einen eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung bekommen hat, also auf diesem Niveau, und zum anderen durch diese Jahrzehnte, die Restaurants dann Bestand haben und auch immer weiter und immer mehr Restaurants wurden, kamen ja auch aus diesen Restaurants immer mehr Köche, die eine Qualifikation haben, die einfach sehr, sehr gut waren. Und da ist es ja nicht auszuschließen oder ist es ja normal fast, dass dann halt auch dementsprechend mehr Chefs mit diesen Ansprüchen, mit diesen Maßstäben sich in diesem Land durchgesetzt haben. Also das ist schon eine enorme Entwicklung und die hat schon eine beeindruckende Wirkung auf mich gehabt. Aber, und das muss man sich jetzt halt auch eingestehen, die deutsche Spitzengastronomie wird leider im Ausland nicht so gesehen, wie sie ist, weil das, was mit der Mentalität des Deutschen im Ausland zu tun hat, der nicht gerade bekannt ist als Genussmensch, der Esskultur gerne und eigentlich mehr der Esskultur frönt, wie der Disziplin, dem Fleiß, der Pünktlichkeit, des Arbeitstieres, des Automobiles und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die verbindet man in erster Linie mit den Deutschen und Deutschland. Und das, was jetzt die Qualität der Esskultur und auch die Qualität der Fachleute in Deutschland, die mit der Esskultur zu tun haben, wie die Köche und so, die wird den Deutschen leider im Ausland noch, denen wird viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und das ist etwas, an dem muss man wirklich sehr dringend arbeiten. Und das ist der Ansatzpunkt, das geht leider heutzutage nur über ein sehr akribisches Netzwerken und natürlich auch zum Teil über eine Social-Media-Präsenz. Und da muss man einfach wissen, wo man sich zeigen muss, was bringt. Und dass man halt auch vielleicht das ein oder andere Mal vor seiner Türe sein muss, um außen wahrgenommen zu werden. Kann man daraus schließen, dass Joachim Wissler in Zukunft medial präsenter sein will, um diesem Image ein wenig entgegenzutreten im Ausland, also so mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so will? Ich bin jetzt 57 Jahre alt, werde ich im Januar. Als ich angefangen habe und wir im Jahre 2004 den dritten Stern bekommen haben, dann war die Freude groß und war natürlich auch das Aufsehen groß. Aber das war zum Beispiel der erste Step, um im begrenzten oder im benachbarten Ausland eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wenn Sie in Deutschland einen zweiten Stern bekommen, kommt es nirgendwo an. Nicht in Belgien, nicht in Frankreich, nirgendwo.
Aber der dritte Stern, der trägt dann doch schon ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus. Aber wir haben natürlich auch Folgendes gemacht. Wir haben uns international ein Netzwerk aufgebaut über Kollegen bei Auftritten in Spanien, auf der Bühne, in New York und überall, wo wir jedes Jahr sehr fleißig immer daran gearbeitet haben, uns natürlich auch bei den Kollegen dann eine Akzeptanz bekommen haben, dass ich ja eigentlich international, denke ich mal, einer der ganz, ganz wenigen bis der einzigste Deutsche bin, wenn ich irgendwo hingehe und ich gehe zu den ersten 50 der Welt, egal wer das jetzt sein mag, garantiere ich Ihnen, dass mich 45 kennen und mich umarmen oder wir uns freuen, mal wieder zu sehen. Und das ist natürlich genau das, was ich sage. Das hat natürlich dieses Arbeiten dran, das habe ich mir aufgebaut. Ich glaube nicht, wenn ich ein paar YouTube-Videos ins Netz stelle, dass mein Ansehen im internationalen Bereich dramatisch verändern wird. Ja? Aber ich sage natürlich, klar, das ist wichtig, weil auch unsere Nation mit 80 Millionen Menschen bringt es nicht fertig, dass alle Restaurants jeden Tag maximal belegt werden. Und wenn Sie das mal zusammenrechnen, sprechen wir da vielleicht um 2000 Sitzplätze, wenn Sie jetzt mal die 100 besten Restaurants nehmen würden, ja, oder 3000 Sitzplätze. Das schaffen wir nicht. Deswegen ist natürlich auch der Weg und die Notwendigkeit, dass der internationale Fokus und dass die Menschen im internationalen Bereich an der deutschen Spitzengastronomie wesentlich mehr Gefallen finden und auch das Wissen, dass es die gibt. Nach 15 Jahren 3 Sterne, woher nimmt Joachim Wissler seine Inspiration? Die Inspiration kommt eigentlich nicht bei einem Glas Rotwein abends vorm Kaminfeuer, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das kommt daraus, weil mich immer, ich als Koch, hast du ein unaufhörliches und nie endendes absorbierendes Wesen in dir, das sehr viel aufnimmt, das über sehr viele Indikatoren sich dann wieder nach außen bringt, das sich widerspiegelt in Tellern, die dann einen beschäftigen. Also letztendlich ist es immer so in verschiedenen Zeitabschnitten gewisse Dinge, die mich bewegen, die mich interessieren, die ich aufgenommen habe. Eigentlich weniger durch jetzt Reisen, wo ich in einem Restaurant war und sage, okay, das muss ich auch haben. Das inspiriert einen sicherlich immer. Aber es sind immer die Dinge, wo die Zeit, in der du gerade, der Moment, in dem du lebst, ja, das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, der dich auch wieder bewegt, etwas zu tun, was du vielleicht vor einem Jahr noch nicht gemacht hättest. Oder anders gemacht hättest. Oder wo du noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Abgesehen vielleicht von vielen anderen Dingen, die ich ja auch immer wieder mit in Betracht ziehe, wenn ich mich über Kreativität, Innovation unterhalte. Das sind einfach viele Sachen, Gerüche, Kindheitserinnerungen, alles Dinge, die dann eine Rolle dazu spielen, sagen, jawohl, ich will mal das und das und dies und jenes ausprobieren. Ja. Aber es ist immer so, bei mir ist es immer eine Momentaufnahme, was mich im Moment beschäftigt, was mich reizt, was mich geschmacklich selber begeistert. Das sind Dinge, die dann einfließen in die neuen Dinge, die dann halt auch im Vendôme auf die Karte kommen. Wenn man Ihnen so zuhört, die größte Inspiration ist für das Arbeitstier Joachim Wissler die Arbeit selbst. Man kann es genau so definieren. Das ist auf jeden Fall der Quell. Das ist der Quell von der neuen Dingen, die geschaffen werden. Aber auch da muss ich sagen, klar wird man immer im täglichen Leben, und das gehört natürlich auch Gott sei Dank, und spielen auch Reisen eine Rolle mit, weil es halt auch deinen Fokus und deinen Horizont erweitert. Aber was du letztendlich daraus machst, das ist das, was du selber mit deinen Händen erschaffst, wo du selber darüber eine Idee hast und die dann verwirfst und die vielleicht die Idee ganz anders sich entwickelt, wie du das geplant hast oder wie du das eigentlich machen wolltest. Aber auf diesem Weg, während dieses Prozesses, ist halt
die Arbeit und auch dieser, das mal während der Arbeit in sich abtauchen, das ist ja dann gerade, wenn man so Dinge macht, die einem, wo einen keiner anspricht, wo keine E-Mail-Konferenzen, keine irgendwelche Dinge auf einen ablenken oder beschäftigen, sondern wo man sich mit seiner Arbeit sich vertiefen kann. Und dann kommen natürlich auch diese neuen Bedürfnisse für andere Sachen, neue Gerichte, neue Teller, die kommen dann eigentlich bei mir am meisten durch. Man hört ja jetzt immer, wenn man über die Lösungen beispielsweise für den Fachkräftemangel in der Gastronomie, in der Spitzengastronomie vor allem, sich die Diskussionen anhört, da ist dann oft die Rede von Work-Life-Balance und so weiter. Wenn man Ihnen so zuhört, hat man das Gefühl, wenn ich einer der Besten werden will, ist Work-Life-Balance das falsche Rezept. Kann das sein? Es ist auf jeden Fall nicht, der Weg, den ich gegangen bin. Und das gründet darauf, ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Ich bin mit der direkten Materie Lebensmittel, egal ob es ein Tier oder Pflanzen oder Gemüse war, direkt aufgewachsen. Ich habe das erlebt, was es bedeutet, etwas zu schaffen. Ich habe natürlich auch mit den ganzen Strapazen, mit allem, das hat ständig mein Leben begleitet. Das hat mich aber auch in vielen Dingen beschützt vor irgendwelchen Blödsinn, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist ja auch die Gefahr, in der sich die jungen Menschen in der heutigen Zeit befinden, weil sie gar nicht mehr mit einer gewissen Enthaltsamkeit zurechtkommen müssen, sondern weil ja schon ein Leben gelebt wird, wo eigentlich immer alles da ist und auch alles drumherum wohl behütet war. Und wenn du ein Leben gelebt hast, in dem du dir halt zuerst mal das nehmen wolltest, was du und erarbeiten wolltest, dann formt dich das anders als Menschen. Und deshalb sage ich auch, es ist heutzutage gut, dass sich unsere Gesetzeslage in der Hinsicht verändert hat, dass wir unser Berufsbild auch neu andenken müssen, weil wir sonst keine jungen Menschen mehr gewinnen können für das, was wir tun und was wir leben. Aber es ist noch weit ab von dem, was in der Mitte unserer Gesellschaft an Work-Life-Balance-Leben zu tun hat und wie das gesehen wird. Das wird nie im Leben übereinstimmen, weil außergewöhnliche Leistungen erfordern außergewöhnliche Leistung. Ja. Ja, und das ist so. Und da ist halt auch ein gewisser Teil des Lebens eines Koches gehört der Familie und gehört auch dem zurückgezogenen Leben. Aber der allergrößte Teil eines Koches gehört halt seinem Beruf. Das ist so. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Also eine Illusion eigentlich, dass Work-Life-Balance in der Spitzengastronomie in einer verantwortungsvollen Position überhaupt auch nur Sinn machen will. Also ich halte das für eine Illusion, ja. Wenn wir jetzt von einer Position wie meine, die ich habe, sprechen, wäre das einfach gar nicht möglich. Weil das, was ich mache, ist personifiziert. Und das ist ja auch die Geschichte, warum die Chefs in Deutschland und speziell ich eine Präsenz haben in ihren Restaurants, wie sie noch nie in der Welt oder in der restlichen Welt auch so gesehen und gelebt wird. Ja? Diese Personifizierung unseres Berufes und unserer Person gegenüber unseren Kunden, die hat einfach eine so hohe Präsenz an Zeit jeden Tag. Das heißt, man ist eigentlich immer da, weil die Gäste der Meinung sind, wenn der Chef nicht da ist, kann es nicht gut sein, was natürlich nicht stimmt. Ja? Weil wenn man ein gutes Team hat, ja, dann muss das auch funktionieren, wenn man selber nicht den Löffel in jede Soße und in jede Zubereitung steckt. Das passiert auch eigentlich
während des Ablaufes, wenn ich da bin, nicht. Das kann ich auch nicht. Aber es ist natürlich dieser Spirit, der herrscht. Man weiß ja einfach, der Chef ist da und der steht da mittendrin und der hat natürlich die Augen überall. Und deshalb geht das gar nicht, dass ich sagen kann, ich bin jetzt mal nur 4 Stunden oder 5 Stunden am Tag in meiner Küche, komm dann abends und geh, komm später und komm früher. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Eine kurze Frage, wie viele Stunden hat der normale Arbeitstag des Joachim Wiesler? Ja, mein Arbeitstag hat ein bisschen mehr wie 8 Stunden, wenn ich das jetzt mal vor laufender Kamera so sagen dürfte. Ja. Aber das ist so. Das hat eine sehr dynamische Konstanz. Manchmal ist es deutlich mehr, manchmal komme ich auch mit deutlich weniger aus. Ich habe schon gelernt, die Arbeitsstunden am Tag sind nicht das, was dich als Koch und mit deiner Arbeit auszeichnet und das rechtfertigt, sondern das, was du gemacht hast, was du geleistet hast und was natürlich auch deine Kunden, wie das deine Kunden empfinden. Und man muss halt auch lernen, und da gehöre ich jetzt ja auch in diese Generation mit rein, man muss auch lernen, das Leben, das man lebt, das kostet, und die Arbeit, die man macht, die kostet Kraft. Und wenn man ein gewisses Alter hat, dann muss man halt auch lernen, gewisse Dinge zu delegieren und auch gewisse Dinge, auch Verantwortung in einem Team dann zu übertragen. Und man muss natürlich auch immer wissen, dass das mal auch den einen oder anderen Fehler erzeugen kann. Ja? Wenn man, das sind alles Menschen, wenn man da ist und das dann halt auch korrigieren kann, dann ist es aber ein Weg, den man einfach auch gehen muss. Gibt es irgendwelche Zukunftsprojekte oder wie wird die Zukunft, wohin geht die Reise? Bleibt es weiterhin beim... Es könnte sein, dass sich noch was tut. In meiner Zukunft, ja, es könnte sein, dass das Vendôme, so wie ich es mache, weiterhin auch so betrieben wird. Aber ich denke gerade sehr schwer darüber nach, mich mit einem zweiten Projekt zu befassen. Und das interessiert mich. Und da werde ich mal schauen, was jetzt die nächsten Monate zutage bringen und ob da vielleicht die Möglichkeit besteht, für mich nochmal alles, was ich erlebt habe, in einer ganz anderen Dimension, in einer heruntergebrochenen Form, ohne den Geschmack dabei zu vernachlässigen, als Gastronomieprojekt an den Markt zu bringen. Also vielleicht ein Casual Concept? Aber mit einem qualitativen Anspruch, der dem Wort, wo das Wort Casual Concept vielleicht nicht der Qualität gerecht wird. Ja. In Deutschland? In Deutschland. Das ist meine Überlegung, die ich habe. Und das natürlich auch, wir wollen sagen, es könnte sich konkretisieren in den nächsten Monaten. In den nächsten Monaten. Ja. Das ist mein Zukunftsprojekt. Und wenn ich das weiß, sind Sie der Erste.